Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Teil The Hunter Call of the Wild. Ja, wir spielen heute nicht Way of the Hunter, denn nach dem letzten Update macht es mir gerade nicht so viel Spaß, wenn da die falschen Altersangaben an den Tieren dran stehen. Ja, ansonsten hatte ich auch mal wieder richtig, richtig Bock auf eine Runde The Hunter Call of the Wild. Und wir spielen heute so ein bisschen Silver Ridge Peaks. Wir gehen spazieren, wir schauen mal, was uns so über den Weg läuft. Ich wünsche euch viel Spaß und damit let's go! Ich habe schon einen Warnruf bekommen. Nee, einen Warnruf nicht, sondern einen Brumpfschrei. Ich muss mich erst wieder an das komplette Game hier gewöhnen. Dreier sehr leicht. Opa, ich weiß gar nicht mehr, was bei den Bergziegen jetzt okay war und was nicht. Ich will jetzt mal sagen, Dreier ist für den Anfang gar nicht so schlecht. Wer weiß das denn? Warte mal, das ist ein Vierer-Tier. Das heißt, ich kann mit der Waffe drauf schießen. 150 genullt. Und easy. Was ist wieder? Das ist wieder ein schönes Gefühl. Also, das ist. Dieses Gefühl ist irgendwie leichter. Viel runder und einfach. Ich muss es tatsächlich sagen, es ist einfach schöner als das andere Spiel. Aber da kann ja Way of the Hunter noch hinkommen. Da kann es ja noch hinkommen. Wisst ihr, was ich meine? Ich soll so ein bisschen mich aufwärmen hier. Ich schieße nur daneben. Das sieht peinlich aus. Kennt ihr das? Wenn man vom Schlafengehen nochmal so zuckt. Also, was heißt vom Schlafengehen? Vorm Einschlafen nochmal so zuckt im Bett so. So, das ist eine Reaktion, die jeder Körper hat. Und da liegt eine Ziege. Das ist eine Reaktion, die jeder Körper hat. Das ist so vorm Einschlafen. So diese Zwischenphase zwischen Wachsein und Einschlafen. Ne? So. Und ich habe das besonders extrem. Und ich habe mich da 2018 schon mal krass mit... Oh, das ist ein Vierer. Schon mal krass mit verletzt. Da habe ich mir was in der Hüfte gezerrt. Und das hatte ich ein Dreivierteljahr. Und am Samstag hatte ich das halt schon wieder. Beziehungsweise habe ich mir was gezerrt. Ich habe mir den großen Zeh gezerrt. Tatsächlich habe ich mir den großen Zeh gezerrt. Schön silberner Bock. Schön Doppellunge. Top. Und ich kam Samstag halt nicht mal in Schuhe rein. Ich kam nicht in Schuhe rein, ich konnte nicht laufen, ohne zu humpeln. Es war krass. Ach, ihr versteht das nicht. Das hat sich wirklich angefühlt, als wäre der Zeh gebrochen. So krass war das. Also solche Schmerzen hatte ich da, weil ich da mir irgendwie einen Nerv eingeklemmt habe oder so. Irgendwie sowas, ne? Nerv eingeklemmt oder Sehne gequetscht oder irgendwie sowas. Also es war wirklich sehr unangenehm. Ey, das gibt's ja gar nicht. Okay, ich erzähle euch nichts mehr. Wir sind nur noch beim Spielen. Ich erzähle euch nichts mehr, was in meinem Leben so abläuft. Okay. Huch. Ah, das war ein schlechter Schuss. Ich muss jetzt wieder warm werden mit dem Game. Alter, was macht die denn hier für Stunts? So, Bronze, ja. Scheiße. Leider schlecht getroffen. Tja, was willst du machen? So, Dreier. Kein lebenswichtiges Organ? Lol. Schade, es wäre sonst ein Goldtier gewesen. So, das ist eine Dreier. Ist leider Silber. Das ist jetzt so angenehm, die Blutspur zu suchen. Nicht so wie in einem anderen Spiel. Ist es jetzt die Vierer? Ich glaube, es ist die Vierer. Anhand der Hörner würde ich sagen, das ist die Vierer. Ist auch eine Dreier. Viererziege. Yo, zerschossen. Ey, guck mal, wie die gedodged ist mit ihrer Lunge. Guck mal. Die hat krass gedodged. Guck doch mal. Das geht doch gar nicht. Ach Mann, Viererziege zerschossen. Nee, du stehst scheiße. Dreh dich nochmal um. Oder wir gehen noch näher ran.
Ja, es ist 97,1. Okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Bleib hier. Oh. Aber wir warten gleich mal, die kommen bestimmt zurück. Hey, Grau. Schade. Ich hab's versucht. Ja, schön, die kommen wieder. Die bewegen sich auch keinen Millimeter weiter. Okay, ja, dann ist egal, denn dann halt nicht den schönen großen Bullen. Na komm, drehen Sie sich um. Oh, Künstlerschuss. Das war ein Künstlerschuss. Schön die Lunge angeschnitten, ne? Oh ja, top. Macht trotzdem mal 300 Meter Schuss. Nur da allein, dass ich es nicht verlerne. Ja, sah gut aus, ne? Geschossen und da liegt er. Da ist er. 180 Meter. Bist du dran, mein Freund? Na, ob ich den richtig getroffen habe? Ich bin mir unsicher. So, goldener Puma, 36,5. Schön in die Lunge. Top. So, der Bursch ist jetzt auf jeden Fall Silber. Schön. Da liegt er. Schön. Ein Schuss, ein Treffer. Was haben wir denn da? Ja, easy. Auch guter Lungentreffer. Auch guter Lungentreffer. Top. So, das ist der Maultier Hirsch. Der ist in Silber. 190,5. Der macht eine schöne Figur, ne? Beim Abschuss. Der macht eine schöne Figur. Der ist nur... Was? Kein lebenswichtiges Organ getroffen? Warum? Oh, lol. Ich hab in die Wirbelsäule getroffen. Leider. Schade. Falls ihr euch die Abschlüsse aus den Streams oder aus den Videos nochmal anschauen wollt, der Link für meinen Discord-Kanal ist in der Videobeschreibung. Und in meinem Discord gibt es einen Channel, der nennt sich Erlegtes, in dem poste ich alle Stream- und Videoabschlüsse. Und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschlüsse präsentieren. Ich freue mich auf euch. Das ist kacke. Ich sehe den nicht wirklich gut. Wir müssen da hoch. Ich schieße da jetzt drauf, 100 Meter Entfernung. Wenn der jetzt wieder den Kopf hebt, dann schieße ich drauf. Jetzt drückt mir die Daumen, dass ich diesen Fünfer vernünftig getroffen habe. Also ich habe ihn auf jeden Fall getroffen und ich habe ihn gut getroffen. Müssen wir nur gucken, wo er liegt. Da. Der andere. Da ist ein Präriebison. Da! Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's. Also, ach, lol. Schon wieder völlig random. Völlig random. Ich glaube, das ist der zweite, ich glaube, ich habe einen Rosewood Wapiti das letzte Mal Diamant. Ist das mein erster Rocky Mountain Wapiti? Ich bin mir gar nicht so sicher, aber auf jeden Fall Diamant, Leute. Ein wirklich, wirklich krasses Tier, Diamant. Es ist wirklich so schön.
weiß gar nicht, wie ich da einen Screenshot machen soll, damit das ganze Geweih drauf passt. Digga. Nice. Wirklich. Also ich habe das Geweih gesehen und wusste, der ist irgendwas Besonderes, ne? Also das kann gar nicht anders sein. Und zack, Diamant. Das ist schon, also die Diamantrate auf Silverwitch Peaks ist bei mir schon, ist schon hier, durch die Decke. Das ist schon krass. Hat der Bock auf mich? Ja. Und den habe ich auch scheiße getroffen. Das war ein guter Treffer. Was haben wir bei dem ersten Schuss falsch gemacht? Oh, der ging in den Knochen. Oh, lol. Und nicht in die Lunge. Oh, Mann. Aber der andere dann schön durchs Herz. Jo. Den Dreier, den nehmen wir raus. Oh, den See können wir gleich mal abchecken. So, der ist Silber. 147. Ja, kurz vor Gold, ne? Wir nehmen natürlich alles mit, was sich hier bietet. So, Silber, boah. Aber gerade so, ne? Also, 78,9. Egal. So, da haben wir einen Dia-Weißwedelhirsch. Ja, geschossen am 21.02.2022. Da haben wir einen Roosevelt Wapiti. Genau, den hatte ich nämlich schon. Den anderen Wapiti hatte ich noch nicht, aber jetzt habe ich beide Wapitis voll. Jetzt habe ich beide Wapitis voll. Auch Dia geschossen am 12.03.22. Dann haben wir ein Warzenschwein geschossen am 22.01.22. Das war, glaube ich, mein erstes Dia-Tier. Was haben wir hier? Ach so, der hier ist der Gabelbock. Diamant-Gabelbock geschossen am 21.04.22. So. Denn wir haben hier einen Auerhahn. Ein Auerhahn, den Diamant. Wildschwein-Diamant. Ja. Genau, den hatten wir auch noch, das Wildschwein. Hier gibt's. Ich habe noch einen Puma-Diamant. Den können wir hier dran kneten an die Wand. Nur noch so richtig große Dinger. Nimm mal. Hier nicht auch ein Wapiti? Warte mal, hier haben wir das Wapiti. Das mache ich mal da dran. Oh ja. Oh, der wirkt hier viel besser. Und hier können wir... Können wir den Gabelbock auch nur an so ein großes Teil dran machen? Das glaube ich nicht. Ne, den können wir auch hier dran machen. Okay, dann machen wir den Gabelbock hier dran. Und hier ist der Wapiti. Jetzt müssen wir nur ein bisschen gucken. Ich möchte den ein bisschen schöner präsentieren hier. Vielleicht so. Doch, wirkt auch gut. Wirkt auch gut. Ja, das war's wieder mit dieser Folge. The Hunter, Call of the Wild. Nicht Way of the Hunter. The Hunter, Call of the Wild. Ja, hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben in Dia Wapiti geschossen und ja, wir waren so ein bisschen in der Lodge unterwegs. Ich habe euch meine Lodge mal gezeigt. Ansonsten, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Vergesst das Abo auf YouTube nicht, vergesst den Follow auf Twitch nicht. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!